Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Windward. Ja, wir haben das letzte Mal diese Instanz gemacht und konnten dann irgendwie nicht speichern oder so. Auf jeden Fall muss ich jetzt wieder alles einstellen. Also. Hier haben wir Maritim Subarctic. Okay. Dann nehmen wir diese Welt. Die ist mein. Irgendwie. Also die Sachen habe ich hier schon gemacht. Okay, dann gehen wir rein. Und müssen jetzt wahrscheinlich diese Kampfinstanz nochmal machen. Ich hoffe nicht, oder? Ich möchte noch kurz Schnellreise. Gucken. Level 39. Okay. Und jemand schlägt schon wieder die Tür. Wie auch im Regnum-Part. Im Minecraft-Part. Oh, die kaufe ich mir. So. Eine Sonne. Die kaufe ich mir auch. Grüne Rumpffarbe. Nee. Nee, nee. Nicht grün. Ah, das ist zum... Ah, das ist das Lager. Das ist der Verkäufer. Okay. Die haben wir wahrscheinlich noch geschenkt bekommen. Also, Airport. In Air wir einen Piraten zur Strecke bringen. Okay. Können nichts mehr machen. Also, jetzt seht ihr zum Beispiel in diesem... Dorf hat 6 Gebäude. Wenn wir jetzt Quests machen, dann dann wächst das. Dann kommen mehr Gebäude und die Gebäude werden größer und so. Also die Stadt wächst durch Aufträge und durch Handeln und so weiter. Oh ja, 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 ja. Sehr schön. Also, jetzt haben wir wahrscheinlich diese Kampfinstanz-Quest auch nicht mehr. Und können uns auf das Erobern der Ländereien konzentrieren. So, da ist ein Kollege von mir, ein NPC. Mal kurz zurückschauen. Ah, oh, schöne Tannen. Und weiße Bäume, Spinnnetzenbäume oder Schnee sollte das sein vielleicht. Jetzt können wir die Kreuzfahrt noch annehmen. Genau. Also zwei Quests können wir momentan annehmen. Und jetzt... Ah ja, das größere Schiff kaufen. Stimmt. Letztes Mal wollten wir noch das größere Schiff kaufen. Das ist die erste Ausbaustufe wahrscheinlich. Werft. Schaluppe. Okay, Kriegsschaluppe. Schon, wir könnten gleich die Kriegsschaluppe nehmen. Nehmen wir auch. Yay! Toll, jetzt haben wir viel besser. Schnelleres Schiff eventuell auch. Und ein paar Grafikfehler. Habt ihr das gesehen nochmals? Okay, Grafikfehler. Daneben ist noch eine Stadt. Okay. Bin ich jetzt langsam geworden? Kommt mir so vor. Zinkkanonen, okay. Da haben wir auch noch eine Kiste. Ein Treibgut. Noch ein Treibgut. Das hat sie gesagt. Okay. Hier haben wir wieder ein Schiff, wo man bergen kann mit einem Equipment. Ah, das ist wahrscheinlich von der Kreuzfahrt, genau. Das weiß ich's auch. Oh, da kann man hinter die Stadt sogar. Entdecke. Entdeckt, Airport. Oh, boah, das ist eine schwere Stadt, wenn man hier
Ich kann mir fast nicht wenden. Okay. Zink. Verkaufen. 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 Ausrüsten. Ich riss es jetzt doch aus. Ja, ist ja gar nicht mal so schlimm. Aber ich möchte bald dann wieder zurück auf Braun können. So, jetzt müssen wir noch zu dieser Stadt da ganz im Westen kommen. Das sieht aus wie ein Spielzeugschiff jetzt. So. Hier haben wir noch ein bisschen Schwarzpulver. Okay, hier ist wieder Land. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Ah, hier ist auch noch eine Stadt. Shenval ist hier. Nehmen wir mal eine Quest an. Aufträge. Airport. Ist der Airport da oben? Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Das geht doch nicht. Jetzt müssen wir wieder nach Airport. Da haben wir drei Häuser. Da sollten eigentlich dann später mehr Häuser da sein. Wenn wir jetzt die zwei Quests machen. Da ist drinnen. Okay. Also wir müssen wahrscheinlich auf diese Spur folgen. Ich dachte immer, das sei der Wind, aber das ist wahrscheinlich die nächste Route dorthin. So, hier haben wir fünf Häuser. Zwei Ratshäuser oder die großen. Erreiche Cherwi, erreiche Shenval. Ich bin ein gefürchteter Pirat. Hick. Genau, hick, hick. Bang. Oh, der Arme muss ich reparieren. Moin, moin, moin. Moin, 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 moin. Boah, dieses Treibgut, das ist rechts auch noch Treibgut. Dort oben links auch. Okay. Viel Treibgut für mich. Ah, einer geht jetzt dorthin. Also müssen wir dorthin. Aber zuerst gehen wir nach Shenval. Immer das Nähere nehmen. Am besten. Also das Letke. Ah. Das ist da unten. Ah nein, das ist da oben. Okay. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, das wäre Shenval. Aber Shenval ist ja das obere, da wo wir gewesen sind. Als letztes Neues. Ah, da ist jetzt wieder zurückgekehrt. Dann entdecke ich halt dieses Järvir. Na gut. So. Jarvir, Kreuzfahrtziel aktualisiert. Letker. Hier haben wir eine Crew. Nicht so gut. Gelbe Segelfarbe. Nö. Kaufe ich jetzt nicht. Dann sehen wir noch mehr aus wie ein Spielzeugschiff. Also nicht so gut. Kann man hier nicht drüber? Hier kann man doch drüber fahren, irgendwie. Was ist hier zu? Ja, ist zu. Mist. Mann, wieso ist die hier nicht offen? Ihr müsst einen Kanal machen. Boah, wie schlecht. Das, wieder startet das Schiff. Oh, 23 Goldmünzen. Gut.
Hier haben wir auch noch ein Treibgut. So, ab jetzt, wenn wir keine Quests mehr annehmen in dieser Karte, machen wir die nächste Karte. Und wenn die Karte voll ist, machen wir hier wieder die Quests und nicht in der neuen Karte, die als nächstes kommt. Damit einfach Abwechslung reinkommt und wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Wir wollen ja dem Reich helfen und nicht uns helfen mit Aufdrängen, sondern Gegenden erobern. Dann haben wir auch mehr Schiffe zur Verfügung bei uns im Reich. Jo. So, Shenwall müssen wir erreichen, Letke und Airport. Okay. Alles mit der Reihe. So. Da kommen noch mehr, nicht mehr Gebäude. Erreiche Japort und Letker. Das ist falsch. Japort und Letker. Letker müssen wir jetzt doch noch hin. Okay, das hätten wir vorher machen können. Mein Vetter! Mir ist so übel. Oh, der Arme. So, wie kannst du nur, Heck? Da können wir eigentlich nach rechts raus und nach Norden raus. Wie haben wir das jetzt? Nein, nur nach rechts raus und dann erst nach Norden. Okay. Nur nach rechts raus können wir gerade. Okay. Tato. Wattenfield müssen wir auch erreichen. Das ist wahrscheinlich unten rechts. Gut, also. Hopp. Nächstes Treibgut eingesammelt. Okay, der wäre jetzt schon nach Wattenfield, aber das machen wir dann am Schluss. Und jetzt. Also wenn wir jetzt rechts rausgehen, dann ist das eigentlich das gleiche wie in einer Kampfinstanz. Wir müssen die Städte natürlich zuerst erobern von Piraten. Oh, da haben wir 6 Gebäude. Ja, das war schon am Anfang so, glaube ich. Ja. Handeln tue ich nicht so gerne in diesen Spielen. Habe ich in Port Royal 2 schon nicht so gerne gemacht und Pirates habe ich auch nicht gerne gehandelt, weil ich nicht so der Handler bin. Ich tue nicht gern handeln. Was für Leute, die es einfach nicht können ohne. Und ich bin eher so der Krieger, der Entdecker, der Abenteurer und der. Ja, weiß nicht, was noch fehlt. Der Kämpfer. Der Kämpfer fehlt noch. So. Also. Gut. Recht viel Geld verdient. 2500 haben wir jetzt. So, jetzt gehen wir in die nächste Map. Und schwupps. Region verlassen. So. Und jetzt müssen wir zuerst die Piraten entdecken und die führen uns wahrscheinlich dann zu den Städten. Minus unverwundbar. Oh. Hier sieht man leider die Liste nicht. Da ist mal etwas Land.
Da ist Werther. Schau mal, es ist Draga Basler. Ja, voll cool, Mann. Eine runde Insel. Ja, sie ist eine halbe Insel. Irgendwo hat es doch hier irgendwo Piraten, oder? Haben wir das schon alles erobert? Ich muss hier schauen. Okay, 100% von Valiant beherrscht. Toll. Müssen wir einfach durchgehen. Ich wollte doch alles erobern. Ich muss besser schauen. Wir haben das wahrscheinlich gemacht, wo wir... Nein, das war schon von Anfang an 100%, oder? Ich denke schon. Okay, zwei Städte wurden entdeckt für mich. Ahnen will, okay. Region verlassen. So, dann haben wir jetzt hier Piran. Geh heim, Jungchen. Betrüger! Nein, ich bin kein Betrüger. Ich hab das bessere Chef, du nur. Du Noob, voll der Noob. So, yeah, Perton ist unser, yeah. Stopp jetzt! So. Genau. Hey, geht's noch? Danke, Schiff. Es ist zu schnell. Er startet einfach wieder zu schnell. Es ist schnell zum Stoppen, dann ist es wieder zu langsam, dann ist es wieder zu schnell. Oh Gott. So. Jetzt sollten eigentlich auch unsere Schiffe wieder kommen. Syndikat. Was ist denn das? Frachtpapier. Folgt man dieser ausführlichen Bestellung, hat ein zwielichtiges Subjekt in Glenfairfield riesige Menge Wolle für aufgekauft. Einzige mögliche Erklärung: in der Region sollte eine künstliche Verknappung von Wolle zur Steigerung der Nachfrage erzeugt werden. Ein cleverer Geschäftsmann könnte dies mit den Behörden in Cloverfield anzeigen und damit wiederum den Markt mit Wolle überschwemmen. Untersuchen. Gemäß dieser Bestellung braucht ein Kaufmann in Messin unbedingt Diamanten. Hat aber nicht das nötige Gold dafür. Er schlägt daher ein Tauschgeschäft vor. Sind wir daran interessiert, Captain? Untersuchen. Gemäß dieser Stellung braucht ein Kaufmann in Yerpeton unbedingt Salz. Hat aber nicht das nötige Geld dafür. Er schlägt daher ein Tauschgeschäft vor. Sind wir interessiert, Captain? Nö. Noch nicht. Oh, jetzt haben wir keine Quests mehr. Questplätze frei. Also dieses Syndikat ist wahrscheinlich eine Drittfraktion, eine, die wir nicht, für die wir arbeiten oder so sogar. Keine Ahnung, noch nie gesehen. So, ich möchte Piraten wiederfinden. Ja, wo könnten Piraten sein? Da drüben. Sieht nicht so. Ah, hier. Schaut mal. Da kommt das Haifutter. Wieso das Haifutter? Haie sind meine Kollegen. Du bist so ein Nah. Wirklich. Total nah. Ich habe es voll gerammt, das Schiff. Das geht mal gar nicht, oder? Captain Brainwick. Oh, Captain gefunden. Captain Jack Sparrow. Ja, helft mir. Boom. So, baut es auch auf wieder. Genau, baut es auf, bitte.
Wo sind Piraten? Da ist ein Wrack. Tja, hallo? Liebe Leute, wir müssen es finden. Das Piratenversteck. Oder die zwei Piratenverstecke. Messer. Jäpeten einnehmen. Können wir nicht. Ja, Bonar ist tot. Haha. So geht es. Diamanten nicht im Kofferraum. Wo sind Feinde in der Nähe? Ah, ich komme nicht raus mit diesen Quests. Da oben ist ein Feind. Ich möchte aber hier unten auch noch kurz erkunden. Ein Leuchtturm ist hier von uns. Okay. Gut, schöne Sicht. Und dann gehen wir hier oben wieder. Gehen wir hier wieder nach Norden. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Ein Piratenversteck, komm schon. Ah, die Insel geht. Da müssen wir hier noch sein. Da oben könnte noch ein Piratenversteck sein. Ja, nix. Gut. Außen herum. Und jetzt den anderen helfen dort oben. Oder nicht helfen müssen wir wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte noch zurück zu diesem Messin hin. Okay, da können wir abbrechen. So. Weil ich gehe nicht wieder zurück zu dieser Stadt. Eigentlich können wir alle Quests abbrechen, weil das sind blöde Quests scheinbar. Ja, komm. Das sind blöde Quests. Die machen wir später mal, aber nicht jetzt. Wieso habe ich 5 Sterne jetzt? Ich komme nicht raus in diesem Spiel. Du, 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 du. Ja, hallo, Piratenverstecke, kommt raus, kommt raus. Hallo, kommt einfach alle hier hin. Verkriecht euch aus eurem Versteck. Einfach zu mir kommen. Mist. Man muss eher in diese Richtung sein irgendwo. Okay, der Part wird langsam zu lange. Noch eine Stadt einnehmen. Kann man dort rein? Dort wird wahrscheinlich nichts sein, oder? Dort ist ein Piratenschiff. Und dort oben. Ich hoffe, das nimmt er nicht ein, die Stadt. Geht zum Pirat dort. Da ist eine Sackgasse. Wo ist die? Die sind immer so gut versteckt. Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Sichtweite oder so. Mist. Da sind zwei Piraten schon. Boah, jetzt ist hier noch ein. Da ist eine Stadt. Ah, im Norden hätten wir gleich eine Stadt gehabt am Anfang.
Idioten, ihr alle Idioten. So, wir müssen... Ja, wir müssen noch zwei weitere Piratenstädte finden. Mist. Also, Valiant ist unser. Dann mache ich eine Unterbrechung bis zum nächsten Part. Und dann nehmen wir mehr und mehr ein. Wir müssen noch kurz in Schnellreise schauen. Die anderen sind noch nicht so weit. Die haben 64 und... Ah, 36 und 25. Okay, der hat 50 beherrscht von Exchange. Ja, also... Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Was ist das? Kettenkugel? Kettenschuss. Kettenschuss. So, Tschüss, Kowski, Leute. Bis zum nächsten Part. Part 3 kommt bald. Tschüss.